Hallo und willkommen bei Sims 4. Nachdem Opa alles klar. Der ihr hat es zwar nicht, aber er hat eben du gemacht. So, okay, ihm geht's gut. Ist Montag 17 Uhr. Medizin kaufen, der kauft mal ein bisschen. Zimmermedizin kauft er sich. Der überschläft erstmal. Er geht das weglegen. Weglegen, aufräumen. Und bestellt eine Frau, die Essen macht. Während denn der Opa müde ist und braucht Vergnügen. Okay. Eine Einzelhandel kaufen? Nein, wir kaufen noch keinen Einzelhandel. So. Gemein zu tun. Okay, das machen wir mal weg. Und mit die da plaudern. Der Opa schläft noch. Nein. So. Okay. Lustig vorstellen. Der Opa schläft, es ist Montag. Von Opa sind die Arbeitszeiten. Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, gut. Von 8 bis 17, also muss er heute nicht mehr arbeiten. Was zockt er denn Schönes? Okay. Wie sieht's bei ihm aus? Warte, irgendwo war das. Da. Hunger, der kann ja mal was. Gericht einnehmen. Angespannt. Rückenschmerzen. Und wohl, er will auf Klo. Okay, dann. Opi. Und lustig vorstellen. So. Der liebe Flori schläft. Na gut. Haben wir gesagt. Lustig vorstellen. Die können ja einen Roman. Er guckt sich eine Romanze an. Oh Gott. Oh Gott. Ah, er ist müde. Was hat er denn? Will Fernseh geschaut, weil er Fernseh geschaut hat. Okay. Vor allem verstecken. Der Opa, gut, jetzt schlafen erstmal beide. Aufräumen erstmal. Wie geht's denn den Flori? Der muss ja auch noch, der muss ja um 8 zur Schule, während. Oh, die sind ungefähr gleiche Zeiten. Wo geht der denn? Sag jetzt nicht, der geht einfach einmal ums Haus rum. Ah ne, er räumt auf. Gut. So. Er geht draußen essen. Ah. Oh.
Muss circa eine Stunde zur Arbeit. Also wir begleiten logischerweise wieder unseren Dieter zur Arbeit. Mitmachen Logo. Also warum denn nicht? Finanziell sieht es bei uns jetzt nicht so gut aus, aber der liebe Dieter, oh, der hat da seine Kontakte, der kriegt das schon alles wieder hin. Du suchst ein neues Wandkunstwerk, okay. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Nein, die Natur ist schlecht. So. Für jede Karriere gibt es eine Tagesaufgabe. Okay. Gut. Auf Patrouille gehen. Nein, dann. Auf Patrouille gehen. So, wir gehen jetzt erstmal auf Patrouille. Wir gehen auf Streife. Wir gehen auf Streife. Und ich esse erstmal Chips. Gute Chips. Lecker. Natürlich erstmal ein bisschen. Nicht so ganz so schnell. So, erstmal gehen wir zu dieser Frau. Also, die sieht doch aus wie eine Schwerverbrecherin. Guckt sie euch an. Grob vorstellen erstmal. Oh shit. So. Erstmal beide vorladen. Mit Zivilisten plaudern. Okay. Dann such da. Die sehen doch aus, als ob die Plauderlaune haben. Erstmal freundlich vorstellen. Wer nach der. Oh. Muskeln zeigen. Ach, wenn wir uns hier schon zu anderen Leuten sitzen, können wir uns auch bedienen essen. Ja. Wir gehen erstmal zurück zur Polizeiwache. Wütend. Jemand verspottet. Okay. Zurechtweisen. Zur Polizeiwache jetzt. Erstmal zurückkehren nach dem Zurechtweisen. Weil es geht ja gar nicht, was der gemacht hat. So. Wir haben jetzt zwei Leute vorgewiesen, dass sie mal zur Wache kommen sollen. Datenbank durchsuchen. Verhandlungen. Ah, jetzt gehen wir wieder irgendwo hin, okay. Ich habe keine Ahnung, wodurch. Gut, also wir sind, würde ich sagen, guter Polizist, also. Ich würde uns kaufen.
Na, das ist doch ein guter Polizist. Er soll in der Schule früher verlassen. Als so unser. Zur Polizeiwache erstmal wieder zurück. Ganz kurz was gucken. Nee, gut. Gut, also der Tag war jetzt anstrengend genug erstmal. Erstmal aus Zelle entlassen. Weil ich bin der Meinung, der hat ja nichts gemacht. Der sieht doch freundlich aus. So. Na, ey. Komm raus. Wir holen uns mal ein paar Fingerabdrücke. Verdächtigen durchsuchen. Ja, komm. Hier muss jemand aufwischen erstmal. Erstmal ein paar Fingerabdrücke gönnen. Verdächtigen durchsuchen. Und und in Zelle sperren. Und dann, was wollten wir machen? Eine Verhandlung. Mal gucken, wo wir die Verhandlung. Wo kann man Verhandlungen? Der Arbeitstag von Dieter endet in einer Stunde. Snake, so. Der Tag war anstrengend genug. Komm, Dieter. Verhandlung einleiten, genau. Und danach gehen wir noch kurz duschen, bevor wir nach Hause. Okay, gehen wir doch zu Hause duschen. Also, das war doch ein guter Tag. Wir haben einen Gefangenen befragt, Verhandlungen ausgesucht, Fotos gemacht. Also, ein sehr erfolgreicher Tag nur für uns als Dieter. Also, der Dieter, der hält es nicht mehr lange durch. Also, irgendwann muss er auch in den Ruhestand gehen und seine Rente kassieren. Aber der Dieter lässt nicht mit sich reden. Gratis dramatische Musik. Verhandlung. Oh nein, es ist doch noch nicht. Wir haben 27 verdient. Diesen Arbeitstag. Das war ein guter Tag. Das war gut. 27 für von 7 für 10 Stunden. 10 oder 11 Stunden, 27 Geld.
Ich schon was. Ja, hat nicht jeder, würde ich sagen. In der nächsten Folge wird jemand in die Nachbarschaft ziehen. Ja, jo. Ja, da zieht jemand in die Nachbarschaft. Erstmal muss der liebe Dieter duschen, verwenden. Und wie geht's Ihnen? Unwohl. Kann man auch. Zack. Aufräumen. Dann halt so. Kann er das aufräumen? So. Aber dann würde ich sagen, was ist auch für die Folge? Und guckt beim nächsten Mal vorbei und ciao.